wie so ein Bild entsteht. Nun ja, zuerst eine Idee, die trägt man seit langem im Kopf rum. Dann mache ich mir eine Skizze und die übertrage ich dann auf die Leinwand. Das kann sein, dass 2, 3, 4, 5 ja, und noch mehr Malschichten zum Schluss übereinander liegen. Die Folge ist, dass diese Malschichten nun eine Tiefe erzeugen. Mich faszinieren diese Maler der Renaissance und des Manierismus besonders. So gesehen bin ich eigentlich ein ziemlich rückwärtsgewandter Maler. So. Häufig arbeite ich ja in einer gemischten Technik, Metall und Holz. Das liebe ich besonders, wenn diese Materialien dann miteinander kombiniert werden. Schnitzen, das ist etwas Haptisches, etwas sinnlich Dreidimensionales. Es ist an für sich ein völlig anderes Gefühl, wie wenn man auf einer zweidimensionalen Fläche mit Farbe arbeitet. So ein Oldtimer ist für mich ein rollendes Kulturgut. Das ist eine Ästhetik, die mich als Maler ungeheuer fasziniert. Dieses Kreuz habe ich vor, ich glaube schon fast 20 Jahren restauriert. Aha. Der ehemalige Bürgermeister Gschwendtner hat da ein total verrostetes Kreuz gebracht. Es ist aber gar nicht so einfach, so einen Christuskörper zu malen da. Man müsste schon mal wieder restaurieren. Ja. Wie ich zum Malen gekommen bin, ich glaube, das war einfach immer ein tiefes Interesse und man kann sich nicht vorstellen, welches Glücksgefühl man hat, wenn ein Bild fertig ist. Also das ist doch nichts zu ersetzen, glaube ich.